Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Kennt ihr schon den Yum-Yum-Salat? Wenn nicht, dann zeige ich euch hier mal was ganz Tolles. Super einfach, super lecker, ist zwar nicht jetzt so super gesund, aber immer noch besser als irgendein Fastfood. Wir benötigen dazu einen Chinakohl. Der wird jetzt erstmal in feine Streifen geschnitten. Also wirklich feine Streifen, jetzt nicht zu grob. Und dann brauchen wir eine große Schüssel für, weil das Volumen da erstmal ziemlich viel ist. So sehen die feinen Streifen bei mir geschnitten aus. Dann brauchen wir des Weiteren normales Olivenöl oder ich würde mal sagen eher geschmacksneutrales Öl. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kürbiskernöl dazu sehr lecker schmeckt und etwas Essig. Ich hatte jetzt nur noch Weinessig, Bianco, Balsamico Bianco im Haus. Normalerweise reicht einfacher Essig oder der Siebenkräuteressig. Die genauen Zutaten schreibe ich euch wie immer unten unter das Video. Die Hauptzutat ist natürlich diese Yum-Yum-Tüten. Und zwar ist das jetzt hier Chicken Flavor. Es ist vegan, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, denn es ist nur Hühnerfleisch-Aroma da drin. Wie gesagt, ist nicht so super gesund, aber ab und zu kann man das auch mal machen. Ja, da kommen von diesen Yum-Yum-Tütchen kommen diese Gewürze mit in die Soße rein. Und das kleine Päckchen Öl, was da noch dabei ist, das lassen wir raus. Das wird dann alles miteinander vermixt. Und dann wird dieses Dressing über den Chinakohl gegeben. Und dann muss das erstmal so ein bisschen durchziehen, dann werden die Nudeln einfach so in der Hand zerbröselt. Da braucht ihr euch überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Die weichen von alleine auf in dem Dressing und der Chinakohl war ja vorher gewaschen. Da ist noch so ein bisschen Wasser halt auch drin gewesen. Also das dauert so 15 bis 20 Minuten und dann sind die Nudeln aufgeweicht. In der Zwischenzeit, wo das alles durchzieht, können wir dann die Sonnenblumenkerne anrösten. Und zwar kommen da halt Sonnenblumenkerne rein und normalerweise Mandelstifte. Ich hatte jetzt keine Mandelstifte im Haus und hatte nur noch gehobelte Mandeln. Aber ja, dann habe ich die halt genommen. Also das waren jetzt 6 Esslöffel Sonnenblumenkerne und ca. 100 Gramm Mandeln. Mit den Mandelstiften wird es halt so ein bisschen krosser, das hat auch so ein bisschen mehr Biss dann. Ja, das Ganze schön anrösten, da muss man natürlich immer gut umrühren, damit nichts anbrennt. Und dann können wir das erstmal zur Seite stellen. Wie gesagt, der Salat braucht ja noch ein bisschen zum Durchziehen. Der muss dann nochmal so ein bisschen abgeschmeckt werden mit Salz und Pfeffer. Und wenn die Kerne ein bisschen abgekühlt sind und der Salat ist gut durchgezogen, dann können wir die Kerne dazugeben und dann wird alles gut vermixt. Ja, und das war's dann schon. Ihr müsst es echt mal ausprobieren, wenn ihr den noch nicht kennen solltet. Der schmeckt einfach nur genial. Ja, macht es mal nach. Lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.